Es ist eine der feinsten Adressen in Bremen, das Parkhotel im Bürgerpark. Und genau wie das Dorint City Hotel und das Essentials bei Dorint Bremen Fahr gehört auch das Parkhotel zur Dorint Hotelgruppe. Alle drei Hotels sind, wie fast alle anderen Bremer Hotels auch, wegen Corona geschlossen. Doch die Dorint-Gruppe will nicht klaglos auf den Umsatzeinbußen sitzen bleiben. Der Aufsichtsratsvorsitzende der Dorint GmbH, Dirk Iserlohe, fordert per Skype Entschädigung vom Bremer Senat. Er weiß auch schon, wie viel. Zusammen haben wir ungefähr 1,1 bis 1,2 Millionen Umsätze nicht realisieren können. Bis heute? Bis heute, also die letzten 4 Wochen. Der Präsident des Bremer Senats reagiert mit Staunen auf die Millionenforderungen. Sie seien nicht nachvollziehbar. Ich gehe davon aus, dass keine solchen Ansprüche bestehen. Es gibt keine Schadensersatzansprüche, weil wir uns rechtmäßig verhalten haben. Und es gibt keine Entschädigungsansprüche nach dem Infektionsschutzgesetz, weil es dafür keine gesetzliche Grundlage gibt. Die Anwälte von Dorint interpretieren das Infektionsschutzgesetz anders. Sie geben dem Senat bis zum 29. April Zeit, die Entschädigungsansprüche grundsätzlich anzuerkennen. Der nächste Schritt ist, im Rahmen von Verstellungsklagen die entsprechenden Entschädigungs, dem Grunde nach durch die Gerichte feststellen zu lassen. Es droht Bremen also eine Millionenklage. Der Bürgermeister nimmt das gelassen. Ja, wir werden uns das natürlich angucken, wir werden das analysieren und bewerten und natürlich werden wir darauf reagieren. Aber ich gehe zum jetzigen Zeitpunkt davon aus, dass weder Schadensersatz noch Entschädigungsansprüche bestehen. Die Dorint-Gruppe mit ihren rund 60 Hotels stellt ähnliche Forderungen in fast allen Bundesländern. Es ginge um rund 20 Millionen Euro Umsatzverlust und die Zukunft von 3000 Mitarbeitern. Es ist eine Verpflichtung, die wir unseren Mitarbeitern gegenüber haben und unseren Gästen und der Marke Dorint, dass sie auch nach der Corona-Krise genauso gesund leben darf, wie sie vor der Corona-Krise gelebt hat. Und es kann nicht sein, wenn in Wuhan ein Virus ausbricht, dass dann die Dorint oder andere in ähnlicher Situation befindliche Pächter das auf ihrem Rücken austragen müssen. 3 Hotels in Bremen und der mögliche Beginn einer juristischen Auseinandersetzung. Sie könnte richtungsweisend sein für andere aus der Branche, die ebenfalls mit Corona-Verlusten leben müssen. Der Bürgermeister ist ganz gelassen. Mal gucken, wie gelassen die Wirtschaftssenatorin ist. Christina Vogt, schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Ja, dieser Schritt von der Dorint Hotelgruppe, ist das für Sie eine Überraschung oder haben Sie mit sowas gerechnet? Also zum einen muss man mal ganz klar sagen, dass es Branchen gibt, die ganz klar keine aufholende Entwicklung haben. Dazu gehören natürlich die Hotels. Also Betten, die jetzt nicht belegt sind, kann man ja in der Zukunft nicht doppelt belegen. Dazu gehört die Gastronomie. Und deswegen haben wir da ja auch sehr schnell reagiert. Wir hatten am 10. März eine Sonder-WMK, also Wirtschaftsministerkonferenz beim Bundeswirtschaftsministerium. Da habe ich schon, weil wir den Vorsitz haben, tatsächlich staatliche Hilfen gefordert. Die Länder haben das alle unisono gefordert. Wir haben dann als Länder alle Sofortprogramme aufgelegt, weil in erster Linie natürlich die ganz Kleinen der Branche unter die Räder kommen, also sprich die kleinen und mittleren Gastronomie- und Hotelbetriebe. Ich sehe tatsächlich allerdings keine rechtliche Grundlage für eine Klage, weil das Infektionsschutzgesetz gibt das in der Tat nicht her. Klar ist aber auch, wenn der Zeitraum dieser Einschränkung noch länger andauert, dann sehe ich die Bundesregierung auch in der Verpflichtung, tatsächlich Kompensationen zu schaffen, allerdings wahrscheinlich nicht in der Höhe, weil man muss auch eins sagen, die Absagen für die Hotels, die sind lange vor den staatlichen Einschränkungen gewesen, weil zum Beispiel internationale Veranstaltungen und Messen abgesagt worden sind. Es war ja wie so ein Schneeballeffekt. Es fing erst in Asien an und hat dann die ganze Welt oder die ganze Erde im Grunde wie so ein Dominoeffekt nach sich gezogen. Das heißt, man müsste da noch mal ins Detail gehen und schauen, welche Schäden tatsächlich durch Ihre Maßnahmen, also der Politiker, entstanden sind und dann Kompensationszahlungen anbieten? Ich denke, Kompensationszahlungen beziehen sich so, wie wir das mit unseren Landesprogrammen gemacht haben, dass tatsächlich Betriebskosten übernommen werden. Ehrlich gesagt, eine andere Grundlage sehe ich nicht, aber da sehe ich auch tatsächlich den Bund in der Verpflichtung, weil die haben natürlich die Möglichkeiten, das hat übrigens die Dorint-Gruppe auch, Liquiditätsprogramme in Anspruch zu nehmen. Und da ist der Bund mit der Haftungsfreistellung
Herstellung der KfW schon ganz schön vorangegangen. Betriebskosten heißt also nur zur Klarstellung, also Gewinnverluste, da sehen Sie keine Pflicht, das zu übernehmen. Keine Chance, ja, jetzt wurde auch angesprochen, Dorint-Gruppe ist vielleicht der Erste und dann kommen die Nächsten. Glauben Sie, sowas macht Mode und da werden sich die Klagen häufen? Das wird man sehen, weil, wie gesagt, das Infektionsschutzgesetz gibt die rechtliche Grundlage für eine Schadensersatzklage tatsächlich nicht her. Und dass die Auswirkungen auf Wirtschaft und damit übrigens auch für die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, weil man darf die ja nicht vergessen, wie gerade in dem Hotel- und Gastronomiebereich sind das oft auch Menschen, die wenig Geld verdienen. Und wenn die jetzt mit Kurzarbeitergeld nach Hause geschickt werden und viele Kleine können dann auch nicht aufstocken, von den Größeren erwarte ich das allerdings. Die haben natürlich enorme Einbußen, also und Einkommenseinbußen. Deswegen wäre es ja auch eigentlich so wichtig, dass wir auch früh in eine Phase kommen, in der wir weiter lockern können. Aber das internationale Geschäft, das haben wir als kleines Bundesland nicht in der Hand. Und ich möchte noch mal darauf hinweisen, die Einbrüche in der Touristik, aber auch die Veranstaltungsabsagen, die sind schon im Februar gewesen, lange vor Allgemeinverfügung und Rechtsverordnungen, die die Bundesländer erlassen haben. Restaurants, Gaststätten, die leiden ja auch darunter. Glauben Sie, das ist auch ein Bereich, der bald klagen könnte? Die fühlen sich auch benachteiligt, weil sie in diesen Lockerungen bisher nicht eingeschlossen sind? Also wir haben das ja ganz ernsthaft auch diskutiert, nicht nur die Ministerpräsidentenrunde, sondern auch wir im Senat. Wir arbeiten natürlich auch an Exit-Strategien und wir sind ja auch in Gesprächen mit den Verbänden, zum Beispiel mit der DEHOGA, aber auch mit den Gewerkschaften. Es ist völlig klar, das wird von der Infektionsrate abhängen und die die Reproduktionsrate, wie man so schön sagt. Und wie viele Leute neu angesteckt werden. Genau, von wie viele Leute neu angesteckt werden. Und ich hoffe sehr, wir bewegen uns ja jetzt in 2-Wochen-Rhythmen, dass wir auch tatsächlich das alles so bleibt, wie es jetzt ist, damit wir bei der Gastronomie auch irgendwie weitere Schritte gehen können, indem wir sagen können, ja, Außengastronomie, wenn ihr die Sicherheitsabstände anhalten könnt, können wir wieder erlauben. Aber da kann ich jetzt natürlich keinen Zeitpunkt nennen. Ja. Da muss man tatsächlich, wir haben ja 14 Tage abgemacht, irgendwie gucken, wie das Mitte nächster Woche, übernächster Woche aussieht. Die